Welcome to the German speaking part of Europe. 15 Polizisten und 5 Radler waren wir gestern Abend. Sehr lustig. Jemand benutzte für die Ankündigung der März Critical Mass ZH den Hashtag ungovernable, also unregierbar. Diese Critical Mass fand jedoch auf Ansage des Bundes nicht statt und die gestern eben auch nicht. Um diese Bewegung zu beobachten, global Critical Mass ZRH regional und lokal CMZH. Und wo waren die Kinder, die Wilden, die Unregierbaren, Rebellischen, Polizeihassenden? Sie saßen zu Hause und haben via Telegram vermittelt Zoom-Partys gemacht. Obwohl sogar die WHO dringend empfiehlt, Fahrrad zu fahren und zu spazieren. Und selbst Typen wie Tim Pritloff setzen sich für die Tracing-App ein. Sich bei Twitter, TikTok, Facebook, weiß der Geier wo, Google, einfach die Datenschutzrichtlinien und all das Zeugs immer freiwillig akzeptieren und sagen, ja, ich bin schuld, ich will, dass du mich beobachtest, ich will, dass du mich auswählst. Neu ist, ich jetzt also auch die bärtetragenden Hackertypen, die Großstadtratten dieser Welt, dafür einsetzen, dass der Staat jetzt auch so arbeitet. Ja, ich will, dass du mich trägst. Ja, ich will, dass du meinen Gesundheitszustand abfragst und weitergibst und vergleichst mit... Oh, Scheiße. Oh. Yeah. Langes Gespräch mit Dirk Pohlmann, langes Gespräch mit Bashar Humeid, meinem strategischen Berater. Dirk Pohlmann, Stefan, es ist doch viel, viel schlimmer, als du weißt. Schau wieder, das ist echt neu. Der ist immer umgefallen, jetzt fällt er nicht mehr um, aber die Ente fällt ihm immer wieder raus. Oh, ich liebe diese Bilder. Und was sagt Bashar? Naja, wir erinnern uns, wie wir uns kennengelernt haben. Ein für Arte und Hallihallo produzierender Dokufilmer hat mich kontaktiert und hat gesagt, ja, du bist doch Field Correspondent von Rocket Boom und das finde ich ganz wichtig und könnten wir nicht ein deutschsprachiges Rocket Boom auf die Beine stellen? Dieser Volker arbeitete dann aber viel zu langsam und Ehrensenf ist dann plötzlich erschienen, wurde von Spiegel gekauft und wenig später wieder abgestellt. So machen das die Dickhäuter. Aber aus diesem Versuch von Volker ist mir die Freundschaft mit Bashar geblieben. Mit ihm bin ich dann auch von Berlin nach Teheran gefahren im Zug und wir wollten, haben behauptet, wir gehen Ahmadinejad besuchen, den ersten Blogger. Der Typ, dem Ahmadinejad das Bloggen empfohlen hat, sitzt heute im Gefängnis im Iran. Aber einen solchen audiovisuellen Deckel brauche Wikidienstag. Zielpublikum, Menschen, welche die Commons organisieren und gestalten wollen. Ja, okay, interessiert mich nicht, aber... Ja, kann man machen. Naja, das ist old school, das ist ganz einfach, da weiß man, wie das geht. Wir brauchen einen Produzenten, wir brauchen einen Cutter, wir brauchen eine superschöne Moderatorin, wir brauchen ein kleines Redaktionsteam, welches die Inhalte sammelt. Ja, und da muss man es einfach handeln, machen. Ja. Okay. 19. Juli 2005. Welcome to the German speaking part of Europe. Ich bin ein Origineller, sagt die NZZ. Das war aber gestern. Und auch gestern war das für mich ein bisschen wichtiger. Ich bin Korrespondent geworden von...
Und was sagte mein Kurator Philipp Meyer, Metamythos, zum Abschluss von Rebell TV? Möglicherweise war Seidel mit seinem Projekt einfach 5 Jahre zu früh dran. Da hat er sich um locker 20 Jahre verschätzt. So. Und was sagte 2010 das Feuilleton von Welt? Den Bildungs- und Unterhaltungsauftrag, den bei den großen TV-Anstalten ein milliardenschwerer Gebührenapparat gewährleisten soll, hat Rebell TV in seiner Blognische persifliert, torpediert und zugleich überboten. Rebell TV war die mit helvetischem Esprit unterlegte Web 2.0-Karikatur einer öffentlich-rechtlichen Funkanstalt. Ja, Mark Reinschwein hat es ein bisschen unterschätzt. So. Wikidienstag ist das neue Rebell TV. Wie wir arbeiten müssen. Ja, das hat uns Tina Piazzi vor 10 Jahren in ein Buch gelegt. Ja, alles klar. Ah ja, und Bücher drucken. Oh mein Gott, schick Geld vorbei und oh mein Gott, dann drucken wir dir halt auch ein Buch. Okay. Es geht um die Organisation der Commons. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Video anhalten, lesen, in der Videobeschreibung Links finden. Die ganze Playlist auf wikidienstag.ch.